In meinen vorigen Tutorials habe ich euch erklärt, wie ihr euren Hunter ausstattet, euch auf der Map zurechtfindet, Geräusche zuordnet, Gegner besiegt und Bosse findet. Heute erkläre ich euch, wie ihr diese Riesenmonster dann zur Strecke und eure Belohnung nach Hause bringt. Denn das ist letztlich ja das Ziel von Hunt Showdown. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so ein mega souveräner Einstieg. Die Bosse zu killen ist per se eigentlich gar kein großes Problem. Ich bin in über 2000 Spielstunden vielleicht 5-6 Mal durch einen Boss gestorben. Okay, vielleicht hat mich neulich mal die Spinne gleich zweimal in einem Match gekillt, aber naja. Oh, ist das beschissen. Die Bosse funktionieren alle nach dem gleichen Schema. Bei jedem Viertel Lebensenergie, das sie verlieren, schalten sie in den Rage-Modus. Sie verändern ihr Verhalten, schlagen fester zu und nehmen deutlich weniger Schaden. Außerdem hat jeder Boss eine spezielle Stärke, eine spezielle Schwäche und eine Immunität. Und die gehe ich jetzt für alle drei Viecher durch. In absehbarer Zeit wird es einen vierten Boss geben, den stelle ich dann wahrscheinlich nochmal gesondert vor. Die Spinne ist eigentlich der harmloseste Boss. Der hässlichste, aber der harmloseste. Die Spinne verursacht nämlich Vergiftungen. Und wenn ihr euch zu Beginn eines Matches eine Anti-Gift-Spritze genehmigt, wie es die meisten Hunter tun, könnt ihr die schon mal rausnehmen. Die Giftwolken, die sie ab und zu spuckt, könnt ihr dann auch komplett ignorieren. Aber sie springt Hunter gerne mal an und dann seid ihr zumindest für kurze Zeit unbeweglich und das ist natürlich nicht so ideal. Vor einem Sprung hält die Spinne kurz inne und wenn ihr sie dann trefft, bricht sie die Attacke ab. Alternativ weicht ihr einfach hinter ein Levelobjekt aus. Die Spinne ist an ihrem Kopf am verwundbarsten. Im Rage-Modus wird der Krabbler schneller, die Beine hat sie ja, und hämmert auf euch ein. Wenn mehr als ein Hunter in ihrem Bau ist, wechselt die Spinne dabei nach ein paar Hieben das Ziel, sodass ihr euch erholen könnt. Zu zweit oder dritt mit Antigift ist das Vieh also wirklich leicht. Aber gerade als Solo werdet ihr immer wieder mal Verschnaufpausen brauchen, um euch zu heilen. Zum Heilen aus dem Boss-Lair rausrennen ist immer riskant, denn womöglich lauern da andere Hunter und geben euch dann den Rest. Wenn ihr mal eine Pause braucht, gibt's in einigen Lairs Bereiche, die für den Boss tabu sind. Zum Beispiel hier die stille Treppe in Chapel oder der Vorraum der Schule in Arden Parish. Da könnt ihr euch dann heilen. Ihr solltet euch auch merken, wo im Lair Heal rumliegt und könnt euch gegebenenfalls einen Dr. Grunt in den Bau locken, dann habt ihr noch einen Heal mehr. Aber womit killt man denn jetzt so einen Boss am besten? Es empfiehlt sich eigentlich immer, die Bosse leise zu legen, denn ihr wollt ja keine Konkurrenz anlocken. In den Compounds liegen meistens Hammer oder Äxte herum, die sind dafür ideal. Die verursachen mit einem schweren Schlag so um die 240 Damage. Zwei, drei schwere davon reichen aus, um ein Viertel Bossleben abzuknapsen. So ein Boss hat nämlich so um die 2000 Gesundheitspunkte und wenn man eine Kunst draus machen will, verteilt man seinen Damage so, dass man sich möglichst nah an das Viertel Gesundheit ranprügelt, also möglichst knapp unter 500 Damage und landet dann einen möglichst schweren Treffer. Der wird dann nämlich noch voll gezählt, bevor der Boss das Ragen anfängt und dann kaum noch Schaden nimmt. Aber gut, man kann es auch verkünsteln, denn der Schaden ist ja auch abhängig davon, wo man das Vieh trifft. Im Zweifel halt einfach drauf kloppen. Dann gibt's da noch die prädestinierten Bosskiller-Waffen. Die Combat Axe verursacht mit einem schweren Schlag 330 Schaden. Dafür belegt sie halt auch einen mittleren Waffenslot. Für Feuerkämpfe im PvP bleibt euch dann also nur noch eine mittlere Waffe oder, mit dem Quartermaster-Trade, eine Langwaffe. Wenn man bedenkt, dass die Hauptgefahr in Hunt-Showdown von gegnerischen Spielern ausgeht, scheue ich mich deshalb davor, reine Nahkampfwaffen nur für den Boss mitzunehmen. Die Bomblance ist mit 360 Damage die mächtigste Nahkampfwaffe im Spiel. Außerdem verschießt sie explosive Harpunen und die sprengen so einem Boss gleich mal ein Drittel seines Lebens weg. Allerdings belegt die Bomblance 3 Slotpunkte. Für Feuergefechte müsst ihr euch also dann auf eine mittlere oder sogar einhändige Schusswaffe verlassen. Das ist mir in der Regel zu riskant. Ich setze lieber auf ein PvP-taugliches Loadout, wie ich es in meinen bisherigen Tutorials beschrieben habe, und mache die Bosse dann mit den herumliegenden Äxten oder Hämmern. Zur Not kann man die auch einfach runterballern, aber das ist halt laut und dauert eine Weile. Oder aber ihr packt die Nitro Express ein. Das Ding wiederum ist die stärkste Schusswaffe im Spiel. Die one-shottet mit ihren 364 Schaden Hunter bei einem Körpertreffer und sogar auf einige Distanz. Und sie ist die einzige Waffe, deren Projektil mehrere Gegner durchschlagen kann. Muss ein deutsches Fabrikat sein. Gegen Bosse ist das Teil auch entsprechend stark. Ein Treffer auf die verwundbare Stelle des Bosses kann schon mal die Hälfte seiner Gesundheit weglatzen.
aber mach dabei nicht den Fehler, gleich zweimal direkt hintereinander zu schießen. Denn der erste Treffer wird das Viech ja schon in den Rage-Modus versetzen, sodass der zweite Treffer kaum noch Schaden verursacht. Also einmal schießen, Rage-Mode abwarten und dann nochmal schießen. Der Nachteil der Nitro ist nicht nur ihre Lochkimme und die Tatsache, dass sie einen mit dem zweiten Schuss taub macht, sondern ihr auf 6 Schuss begrenzter Munitionsvorrat. Special Ammo ist schwer zu finden und das Ding kostet über 1000 Dollar. Da legt man das nicht einfach so ab, wenn es leer ist. Nach 2 Bossen lauft ihr also vermutlich mit dem teuersten, nutzlosesten Ofenrohr der Welt rum. Außerdem ist die Nitro die lauteste Waffe im Spiel. Wenn ihr einzelne Nitro-Schüsse hört, ohne PvP-Geballer außenrum, könnt ihr davon ausgehen, dass da gerade ein Boss bearbeitet wird. Wie hier zum Beispiel. 2 sehr laute Schüsse direkt aneinander, zu laut und zu schnell für eine Sparks, muss eine Nitro sein. Hat vermutlich gerade den Assassin gekillt, der jetzt noch ein bisschen braucht, um zu sterben. Und tatsächlich, da ist der Banish. Eine einzelne Explosion bedeutet hingegen meist Sticky Bomb. Die Sticky Bomb ist eine auf Bosse spezialisierte Granate, die, wenn ihr das Monster trefft, 75% seiner Gesundheit abzieht. Egal, wo ihr das Viech trefft. Das ist schon sehr mächtig. Da müsst ihr nämlich nur noch eine Rage-Phase abwarten und dann ist das Viech dahin. Oh, geh weg! Oh, geh weg! Oh, geh weg! Oder ihr knallt das erste Viertel so weg, zum Beispiel leise mit einer Axt, wartet dann den Rage-Mode ab und one-shottet den Boss danach mit der Sticky. Oder ihr ballert dem gleich 2 davon rein, dann geht er sofort down. Aber vom Bosskillen mal abgesehen, ist die Sticky Bomb ziemlich nutzlos. Wenn es keine Bosse mehr im Match gibt, taugt das Ding höchstens zum Türen aufsprengen. Denn für PvP brennt die Zündschnur zu lang und die Sprengwirkung ist zu niedrig. Sie bleibt zwar auch in Hand anstecken, aber die können sie mit einer schnellen Heilung abwerfen und auf Abstand gehen. Der hat mich allen Ernstes mit der Sticky getroffen. Also, Bosswaffen sind sehr wirkungsvoll, aber auch sehr inselbegabt. Ich setze daher lieber auf PvP-Loadouts. Die große Armbrust ist allerdings doch eine gute Zwischenlösung, denn mit der könnt ihr Bosse leise beschießen, ohne Munition zu verbrauchen. Die Bolzen könnt ihr wieder einsammeln und dann funktioniert der Crossbow ja wie eine One-Shot-Nahkampfwaffe. Zurück zur Spinne, denn ich meinte ja, jeder Boss hat eine Stärke und eine Schwäche. Die Spinne ist giftig, entsprechend ist sie logischerweise immun gegen Gift. Dafür ist sie anfällig gegen Feuer. Also in der Spinnenhöhle Brände legen, wobei auch das wieder ringsherum zu hören ist. In manchen Compounds, wie hier im Familiengrab von Blanchett Graves, gibt es derart viele Öllachen, dass es mitunter reicht, die anzuzünden, dann bringt sich die Spinne darin mit der Zeit selbst um. Das kann ich besonders für Solisten empfehlen, für die es ja knifflig ist, Bosse zu legen und gleichzeitig Gegner abzuwehren. Einfach die Bude anstecken und auf Sicherheitsabstand gehen, denn weil ihr das Feuer verursacht habt, kriegt ihr auch immer wieder Updates über den Gesundheitszustand der Spinne und auch ihr Tod wird euch angerechnet. Beim Butcher funktioniert das nicht, der ist nämlich immun gegen Feuer. Er wirft ja auch selbst damit rum. Ihr erkennt also das System, was der Boss austeilt, kann er auch einstecken. Und weil er mit einem einzigen Schlag nicht nur enormen Schaden verursacht, sondern euch auch noch in Brand setzt, ist der Schweinemann ein ernstzunehmender Gegner. Besonders in seinen Rage-Phasen zündelt er wie wild in seiner Bude rum, das kann ziemlich stressen. Aber auch hier gibt's ein Gegenmittel, Choke Bombs. Damit löscht ihr den Butcher und nehmt zumindest schon mal das ständige Gekokel aus dem Gefecht. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, ihn runterzuprügeln. Der Butcher kann sich allerdings an offenem Feuer wieder entzünden, also bei dem keine Brände legen. Weil der Butcher selbst stumpfen Schaden austeilt, funktioniert der stumpfe Hammer bei ihm nicht so gut wie die Blutung verursachende Axt. Der Butcher ist außerdem der perfekte Empfänger der Sticky Bomb, denn er ist so schön groß, breit und lahm, dass man den, anders als die hektische Spinne, kaum verfehlen kann. No, it just stuck! It just stuck! Die wunde Stelle des Butchers ist der Bereich, in dem die ganzen Würmer rumwuseln. Beim Assassin ist die Sticky Bomb indes nahezu wirkungslos. Denn der Lümmel zerfällt regelmäßig zu einer Kakerlakenwolke und dann bleibt die Bombe einfach liegen. Dafür reagiert der Assassin besonders empfindlich auf Feuer und vor allem Gift. Wenn ihr also in seiner Höhle ein Giftfass findet, macht das kaputt, und die Bienen darin auch, und stellt euch einfach in die Wolke rein. Gut, das setzt natürlich Antigift voraus. Oder ihr bringt eine Giftbombe mit und werft die in den Bau. Wann immer der Assassin dagegen stößt, nimmt er Schaden und lässt euch erstmal wieder in Ruhe. Die Giftarmbrust ist ja eigentlich prädestiniert für den Asselmann, würde man denken, aber so viel Schaden macht die auch wieder nicht.
Für die würde ich also keinen mittleren Waffenslot aufgeben. Zumal sie anders als andere Crossbows zu wenig Schaden verursacht, um Hunter mit einem Körpertreffer zu one-shotten und viele mit der Giftimpfung rumrennen. PvP-Kills mit dem Ding kann ich entsprechend an einem Finger abzählen. Brände und Giftwolken sind besonders hilfreich, wenn der Assassin in den Rage-Mode geht. Dann verwandelt er sich nämlich in drei Trugbilder, die auf euch zustürmen. Die halten zwar nichts aus, also wirklich jeder Treffer mit irgendwas lässt sie verschwinden, aber sie erzeugen Schaden und nehmen euch die Sicht. Wenn ihr jetzt also neben Feuer oder in einer Giftwolke steht, zerplatzen die Klone direkt daran und die Rage-Phase ist überstanden. Aber Obacht, außerhalb der Rage-Phase schmeißt der Assassin auch Dolche oder sowas, dafür muss er natürlich nicht an euch ran. Und weil er Blutungsschaden verursacht, ist der Assassin auch weniger empfindlich gegen die Axt. Dafür haut dann der stumpfe Hammerschaden bei ihm mehr rein. Seine wunde Stelle ist, ja, die wunde Stelle in seiner Brust. Die schnellste Methode, den Assassin zu legen, ist es wohl, mit zwei oder drei Leuten gleichzeitig auf ihn einzuhämmern, sodass er nicht wegasseln kann. Dabei hilft natürlich eine Ausdauerspritze, denn damit könnt ihr einen schweren Schlag nach dem anderen raushauen und so im Zweifel durch seine Rage-Phase einfach durchkloppen. Ihr seht also, die Bosse selbst sind eigentlich kein Problem. Erst wenn andere Spieler dazukommen, wird's haarig. Wenn ihr euch einem Compound nähert, in dem gerade Gegner einen Boss bearbeiten, hört ihr das in der Regel schon von Weitem, weil Monster und Jäger Krach machen. Ansonsten verrät euch das auch das rote Symbol in der Darkside. Das bedeutet, dass andere Spieler in der Anlage sind. Das ist jetzt also der ideale Zeitpunkt für einen Angriff, denn Hunter sind im Bossfight am verwundbarsten. Da rennt dann der eine mit dem Hammer rum, der andere muss gerade heilen oder löschen, womöglich war einer aus dem Team sogar schon mal down, hat einen Knutzen verloren und braucht jetzt den Banish, um wieder ganz fit zu werden. In jedem Fall sind eure Gegner abgelenkt. Die perfekte Gelegenheit also, Hunter auszuschalten und einen Boss abzustauben. Dabei versuche ich Lärm auszunutzen, um meine eigenen Geräusche zu überlagern. Zum Beispiel Schüsse oder Explosionen. Der Banish selbst ist auch sehr laut. Die paar Sekunden eignen sich also super zum Reinstürmen, aber dann habt ihr natürlich die Punkte für Bosskill und den Banish schon verpasst. Wenn ihr es seid, die den Bossfight angezettelt haben, solltet ihr während des Kampfes immer wieder mal checken, ob das Symbol immer noch weiß ist. Das geht sogar noch, wenn der Boss gerade seine Todesanimation durchläuft. Aber vergesst nicht, weiß bedeutet nur, dass kein Feind in unmittelbarer Nähe ist. Die können ja immer noch in der Distanz lauern. Bei rotem Symbol müsst ihr euch entscheiden, Boss jetzt schnell noch fertig machen oder den Kampf abbrechen. Denn wahrscheinlich denken die Neuankömmlinge, sie würden euch jetzt überrumpeln und dann könnt ihr den Spieß umdrehen. Als Duo oder Trio habt ihr euch idealerweise ohnehin schon aufgeteilt. Während einer oder zwei den Boss machen, hält der Rest des Teams draußen Wache. Da ist es dann auch nicht so laut, da kann man besser lauschen. Wenn es zu einem PvP-Gefecht im Boss-Compound kommt, greife ich gerne mal durch das Boss-Lair hindurch an. Denn die wenigsten rechnen damit, dass man sich freiwillig die Doppelbelastung Boss und Hunter antun könnte. Die meisten tanzen stattdessen lieber um das Lair herum. Aber die Spinne ist, wie ich gezeigt habe, mit der Giftimpfung ziemlich harmlos und der Butcher vergleichsweise lahm, da kann man schon mal durchpushen und so Gegner aus unerwarteten Richtungen angreifen. Zum Assassin würde ich mich im PvP aber nicht reintrauen, der ist zu unberechenbar. Der Boss ist dabei aber nicht nur Nebendarsteller, denn ein Banish stellt volle Gesundheit und auch verbrannte Gesundheitspunkte wieder her. Wenn einer eurer Mates im Bosskampf zu Boden gegangen ist und die Lage es zulässt, solltet ihr ihn erst wiederbeleben und dann den Banish anschmeißen, denn dann ist der auf einen Schlag wieder topfit, ohne Heilungsmittel verbrauchen zu müssen. Sollte der Boss tot, aber immer noch umkämpft sein, solltet ihr versuchen, den Banish schnell für euer Team zu sichern, selbst wenn noch Mates am Boden sind. Denn wenn ihr die später wiederbelebt, haben sich ihre Gesundheitsknutzen auch voll regeneriert, obwohl sie ja zum Zeitpunkt des Banishes tot waren. Der Banish ist bislang die einzige Möglichkeit, in einem laufenden Match verlorene Knutzen zurückzubekommen. Wenn einer aus eurem Team schon mal zu Boden gegangen ist, solltet ihr also schleunigst auf Bossjagd gehen, um euch den Banish zu holen. Vorher könnt ihr euch eigentlich mit der Suche Zeit lassen, denn gerade in einem Match mit nur einem Boss trifft man sich ja eh früher oder später da. Allerdings geben Bosskill und Banish natürlich eine Menge Kohle und XP, wenn man denn damit entkommen kann. Aber dazu kommen wir noch. Jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt den Boss gekillt. Wenn ihr den banisht, erfährt auch der letzte Dödel, wo auf der Map das ist.
Ihr könntet also nach dem Kill auch sagen, ach nö, wir lassen ihr liegen und schleichen uns raus. Vielleicht brauchen wir später noch den Banish für verlorene Knutzen. Ist natürlich denk- und machbar, aber ihr lasst dann halt auch die Kohle, die XP und die Heilung liegen für die nächsten Hunter, die vorbeikommen. Also würde ich euch immer den Banish empfehlen. Was ich aber schon mal mache, ist zu banishen und dann weiterzuziehen. Der Banish dauert nämlich 3 Minuten und 20 Sekunden, so lange müsstet ihr also in der Nachbarschaft hocken bleiben. Und wie der Zufall es will, oder wie bei der Game Designer, reichen 3 Minuten 20 aus, um von so ziemlich überall auf der Map zu euch zu gelangen. Sobald der Boss durchgegart ist, ist die Umgebung also wahrscheinlich voll von ungebetenen Gästen. Tja. Deshalb lasse ich manchmal die Bounty vorerst liegen, etwa wenn es eine Schießerei in der Nachbarschaft gibt, bei der ich reingrätschen kann oder wenn die Ausgänge zu weit weg sind. Aber auch zu den Ausgängen komme ich noch. Während des Banishes stehen eure Chancen noch recht gut, das Lair zu stürmen, denn der Banish ist in der Nähe des toten Bosses sehr laut. Danach kehrt erstmal Stille ein und in dieser Stille an eine Bounty ranzusneaken ist nahezu unmöglich, weil ihr euch ja nicht lautlos bewegen könnt. Das habt ihr schon in meinem vorigen Tutorial gelernt. Um zu verhindern, dass die Bosskiller einfach auf ihrer Bounty hocken bleiben, um andere Spieler reinzulocken, gibt's den Trade Serpent. Damit könnt ihr die Beute aus der Distanz aufheben und sogar den Banish anwerfen. Wenn ihr euch entscheidet, die Bounty aufzuheben, seid ihr fortan die Gejagten. Denn alle anderen Spieler kommen jetzt zu euch. Ihr habt schließlich das, worum es in diesem Spiel geht. Und einmal aufgenommen, könnt ihr die Bounty auch nicht wieder ablegen. Und ihr werdet in der Darkside und auf der Map mit Blitzen markiert. Gegner. Down. Ihr solltet deshalb idealerweise schon vor dem Bossfight ein paar Fallen aufstellen. Bärenfallen liegen in den Compounds herum und verursachen beim Auslösen nicht nur Krach, sondern auch eine Blutung. Euer Opfer macht dann also auch noch Geräusche und Geräusche machen tot. Außerdem könnt ihr Stolperfallen einpacken. Die geradlinigste davon ist die Konzertina-Falle. Wer die auslöst, verheddert sich in Stacheldraht, fängt an zu bluten und macht Lärm. Zwei Konzertina-Fallen direkt aneinander können sogar Insta-killen. Gleiches gilt für eine Konzertina zusammen mit einer Giftfalle. Weil aber die meisten Spieler Anti-Giftspritzen nutzen, funktionieren die Giftfallen eigentlich nur im Quickplay. Stacheldrahtfallen zerschlagen außerdem grüne Fässer und setzen damit Giftwolken und Bienen frei. Die Alert-Trip-Mines zünden erstmal nur ein Feuerwerk. An einem roten Fass aber funktionieren sie wie eine Insta-Kill-Sprengfalle, denn sie lassen das Fass auf der Stelle explodieren, wenn einer durchläuft. Oh! Oh lol! Bei einem gelben Fass funktioniert das auch, wobei das Gelbe dann nur 25 Gesundheitspunkte wegbrennt und nicht Insta-Killt. Trotzdem fies. Auf welcher Seite dabei der Feuerwerkskörper steht, ist übrigens egal. Ich platziere die Minen trotzdem meistens so, dass der dicke Teil am Fass dran ist, aber nur damit er verdeckt wird und die Falle weniger auffällt. Die Alarmfallen lösen sich auch gegenseitig aus, ihr könnt also regelrechte Zündschnüre bauen. Wobei die halt schon sehr gut zu sehen sind. Am besten platziert ihr die Tripwires so, dass sie für Spieler verdeckt sind. Zum Beispiel unmittelbar hinter einem Zaun oder direkt an der Türschwelle, wobei der Feuerwerkskörper vom Türrahmen verdeckt wird. Zaunlöcher sind indes nicht so ideal, weil der ja jeder in die Hocke gehen muss, um durchzukommen und dann sieht man die Fallen dort sofort. Genauso ist es auch oberhalb von Leitern. Da werden eure Gegner einfach die Richtung ändern oder von der Leiter springen. Aber ihr habt den Zugang verwehrt, das ist ja schon ein hilfreicher Effekt. Fallen könnt ihr zerschießen, damit löst ihr sie dann aber auch aus. Alternativ könnt ihr sie entschärfen und sogar neu aufstellen. Der die Falle zuletzt angefasst hat, dem werden auch eventuelle Kills angerechnet. Mit diesen Hilfsmitteln könnt ihr euch also gegen Angreifer absichern. Falls ihr dafür keine Zeit hattet, solltet ihr euch zumindest über die beliebtesten Zugangswege zu eurem Compound klar sein, um nahende Hunter frühzeitig abzufangen. Oh nein! Doch! Die Bounty-Träger haben dabei einen entscheidenden Vorteil. Die können für insgesamt 5 Sekunden Spieler durch Wände sehen. Zwar nicht allzu präzise, aber es hilft. In der Regel empfiehlt es sich also direkt nach dem Aufheben mal ringsrum zu schauen, ob Gegner nahe sind. Insbesondere über oder unter einem. Das kann unangenehme Überraschungen verhindern. Der Dark Side Boost reicht ungefähr 150 Meter weit. Wenn ihr einen Gegner lootet, erhaltet ihr eine Sekunde Boost zurück und auch wenn ihr mit Bounty einen Clou aufhebt. Allerdings nur bis maximal 5 Sekunden.
Mit diesem zeitlich sehr begrenzten Wallhack im Gepäck und Blitzen über dem Kopf müsst ihr nun zu einem der drei Ausgänge am Maprand gelangen. Die meisten Spieler steuern den nächsten Ausgang an, aber das ist halt auch der vorhersehbarste Move. Deshalb lauern da wahrscheinlich auch die meisten Gegner. This building in front of you, right in this room. Als Bountyträger Jäger versuche ich deshalb höchstens noch in der Zeit des Banishes, der ja recht laut ist, an die Bounty ranzukommen und oder sie vielleicht mit Serpent zu klauen. Wenn das zeitlich zu knapp wird oder ich höre, dass das Bounty-Team Nahkampfwaffen wie Shotguns hat und deshalb wahrscheinlich auf mich lauert, bleibe ich auf Abstand. Also hier jetzt gerade nicht, hier habe ich jetzt einfach mal keinen Bock auf das Getue. Im Zweifel sogar Abstand größer als 150 Meter, denn dann können die mich ja nicht mehr mit dem Boost sehen. Erfahrungsgemäß kommen die Bounty-Träger nämlich auch einfach nicht aus ihrem Bau raus, solange draußen Leute rumlungern. Je nach Verteilung der Ausgänge suche ich mir also eine Lauerposition, die es mir ermöglicht, die Bounty-Träger unterwegs abzufangen. Sollen die mir doch die Beute zum Ausgang tragen und dabei ihren Boost verbrauchen? Ich übernehme dann auf halbem Weg. Vielen Dank. Jungfräuliche Bounty wird grau markiert, in Feindeshand wird sie rot, bei Teammates blau und wenn man selber eine hat, weiß. Wenn man einen feindlichen Bountyträger erledigt, bleibt sie bis auf weiteres in dessen Besitz, also rot. Bounty am Boden könnt ihr auf eine gewisse Distanz durch Objekte hindurch sehen, auch wenn sie im Besitz eines gedownten Hunters ist. Wenn die also plötzlich verschwindet, wisst ihr, dass ihr Träger wiederbelebt wurde. Da liegt sie wieder. Wenn ein anderer Spieler sie aufnimmt, wird das ja groß eingeblendet. Bounty-Wechsel bedeutet also, ein Team ist jetzt vermutlich tot. Das ist natürlich fein. Ein anderes hat jetzt aber 5 Sekunden Boost. Das ist nicht so geil. Ich gehe in solchen Situationen dann auch gerne wieder auf Abstand, damit die neuen Wallhacker ihren frisch gewonnenen Vorteil nicht gleich darauf verwenden, mich zu pushen. Als Bounty-Träger habt ihr im Grunde nur zwei Optionen. Mit Hilfe des Boosts offensiv nahe Gegner überrennen oder die Lücke in den Gegnerreihen suchen und zum Ausgang durchbrechen. 5 Sekunden sind schnell verbraucht und wer zu lange zögert, ob er jetzt kämpfen oder fliehen soll, sitzt irgendwann ohne Boost da und ist immer noch für alle zu sehen, hat also seinen Vorteil verspielt. Ich versuche am liebsten Gegnerteams ineinander zu lenken. Hier sitzen zwei Duos nördlich von mir, weil auch der nächste Ausgang im Norden ist. Ich weiß, dass die vier da sind. Die wissen aber womöglich nicht, dass sie Konkurrenz haben. Also warte ich, dass die sich gegenseitig finden. Und als die untereinander zu kämpfen anfangen, renne ich nach Süden raus, weil ich jetzt weiß, dass sie miteinander beschäftigt sind. Noch schnell den Generator anmachen, damit der Lärm die Feinde desorientiert. Die Falle aus dem Weg, noch ein letzter Check nach hinten und los. Der offensichtliche Nachteil des Manövers ist, dass ich nun quer über die Map rennen muss zum feindabgewandten Ausgang. Und vertut euch da mal nicht, in Hunt Showdown gibt es tatsächlich Leute, die 40 Minuten am anderen Ende der Welt warten, in der kleinen Hoffnung, da noch jemandem auflauern zu können. Also entspannt euch nicht, bevor ihr wirklich aus dem Match entkommen seid. Um euch vor solchen Exit-Campern zu warnen, wiehern die Pferde, wenn Gegner in der Nähe sind und das Boot tutet und schnauft. Das hört erst auf, wenn kein Feind mehr ist, nur Frieden. Einfach rausrennen ist trotzdem nicht. Ihr müsst nämlich 30 Sekunden in der Extraktionszone überleben, um nach Hause zu kommen. Dabei müssen alle Teammitglieder einmal in Reichweite des Ausgangs kommen. Danach muss aber nur noch einer unmittelbar an der Kutsche oder am Boot hocken bleiben. Die anderen können beliebig weit weglaufen. Also, soweit man halt in 30 Sekunden kommt. Ihr müsst übrigens nicht 30 Sekunden vor Ablauf der Matchzeit in der Zone ankommen. Es reicht, wenn ihr es in der letzten Sekunde schafft. Dann extractet ihr halt mit Ablauf des Timers. Aber Obacht! Wenn einer in der Zone stirbt, wird die Extraktion zurückgesetzt und startet erst neu, wenn der Partner wieder steht. Das ist direkt wieder down. Aber ich habe auch jetzt nur noch einen Schuss. Ja, der andere ist auch down! Gleiches gilt, wenn ein Gegner die Fluchtzone betritt. Dann müsst ihr also erst das Gefecht für euch entscheiden, bevor der Timer wieder anspringt. Als Bounty-Jäger muss also mindestens einer von euch zumindest kurz in die Zone rein, um zu blocken. Ihr seht also, Hunt Showdown ist sprichwörtlich bis zur letzten Sekunde unendlich spannend und unendlich taktisch. Und mit dieser Tutorial-Reihe habe ich euch jetzt fast alles beigebracht, was ich über Hunt weiß.
Ah, so ein paar Tricks muss man als Meister ja auch seinen Schülern vorenthalten. Wenn ihr jetzt auch mal Hand anlegen wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Link zum Crytek Shop, in dem ihr das Spiel mit meinem Rabattcode billiger kaufen könnt. Run Showdown ist unangefochten mein Spiel des Jahres 2020 und wird es wohl auch noch 2021 werden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann auch immer noch zuschauen würdet. Denn ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.